Der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas hat einen neuen Vorstoß zur Schlichtung des Streits zwischen Russland und der Ukraine über den freien Schiffsverkehr in das Asowsche Meer gemacht. Deutschland und Frankreich seien bereit, Beobachter an die Meerenge von Kertsch, an der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim, zu entsenden. Gleichzeitig appellierte Maas an Russland, beim Konflikt über den sogenannten INF-Vertrag einzulenken, den Vertrag mit den USA über die Vernichtung aller landgestützten Nuklearflugkörper. Keine Frage, so der russische Außenminister Sergei Lavrov. Die amerikanischen Kollegen haben uns bei offiziellen Kontakten gesagt, dass die Entscheidung der USA, sich aus dem INF-Vertrag zurückzuziehen, endgültig und nicht verhandelbar sei. So ist das Zitat. Zum Thema Kertsch sagte Maas: Russland und die Ukraine, beide tragen die Verantwortung dafür, dass wir im Normandie-Format weiterkommen, dass es endlich auch einen echten Waffenstillstand gibt. Eine Krise auf jeden Fall, wie wir sie im November hatten, die darf sich nicht wiederholen und dafür brauchen wir für die Zukunft Klarheit. Die russische Küstenwache hatte Ende November in der Meerenge 3 Schiffe der ukrainischen Marine festgesetzt und die Besatzung festgenommen. Seit der Annexion der Krim behandelt Russland die Meerenge von Kertsch als eigenes Seegebiet. Die Ukraine hält eine deutsch-französische Überwachung für nicht ausreichend. Bei der Durchfahrt sei eine reale internationale Kontrolle nötig.